Ja, David, im Sport kann man wenig planen, aber die Niederlage heute, die war wirklich nicht eingeplant und auch irgendwie nicht nötig, oder? Ja, auf jeden Fall. Unnötige Niederlage. Haben uns nicht gut präsentiert heute vor unseren Fans und ich will einfach sagen, dass das aber auch eine verdiente Niederlage war, ja. Das zweite Viertel war gut, da habt ihr auch gezeigt, dass ihr Gießen dominieren könnt, ihr im Griff haben könnt. Warum danach nicht mehr? Das ist eine gute Frage. Also, man muss sagen, die haben es auch heute gut gemacht. Ja. Die haben uns gut attackiert, die haben die richtigen Plays gegen unsere Verteidigung gelaufen. Aber wir waren nie in der Lage, unseren Druck richtig, den wir verursachen, in der Full-Course-Verteidigung irgendwie aufrechtzuerhalten und da irgendwie Probleme zu bereiten. Deswegen war das ein sehr untypisches Spiel für uns. Und da müssen wir dran arbeiten und schauen, dass wir es in den nächsten Spielen besser machen. Zwei Spiele sind noch zu gehen, um sich dann auch so ein bisschen im Playoff-Mood zu bringen, mehr oder weniger. Es geht ja auch noch darum, den fünften Platz auf jeden Fall zu festigen. Was muss da passieren in den nächsten zwei Spielen, dass es besser läuft als heute? Wir müssen auf jeden Fall fokussierter sein, wir müssen unser Spiel spielen, aggressiv sein, wir müssen die aggressivere Mannschaft sein, die physischere Mannschaft sein und dann klappt es auch auf jeden Fall. Und im Kopf hat man sowieso noch gar nicht, wer dann der Gegner sein könnte in den Playoffs oder denkt man da jetzt schon dran? Nee, wir schauen von Spiel zu Spiel, also es kann ja noch viel passieren, von daher wir konzentrieren uns auf uns, gucken, dass wir mit viel Schwung und mit einer guten Leistung in die Playoffs kommen und dann gehen wir die nächsten zwei Spiele jetzt erstmal an.